es jetzt regnet, da gab es auch mal Sonnenschein. Du tratst in mein Leben und ich war nicht mehr allein. Bei Regen und Sturm warst du mein Schirm. Schubst die Wolken weg, die Sonne kam zurück. Schirm ist geknickt. Viel zu oft haben wir nichts geblickt. Zusammen waren wir selten, oft dafür allein. Plötzlich war er weg, der anfangs schöne Schein. Schnell klar, dass du der Regenbogen bist, den ich nicht sah. Regen, 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 es kann uns Schlimmeres geben. Regen, 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 woran hat es bloß gelegen? Regen, 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 ich würde alles dafür geben. Zusammen dem Regenbogen.
jeden Tag ein Kind, bis es endlich 96 sind. Auch Bayern München hat hier schon einmal verloren. Wir sorgen schon dafür, dass das so bleibt. Welcome to X-Expo City, Norden oder eher Mitte, fabelhafte Wohlfühlstadt. Wir stehen auf dich, denn wir sind in Hannover. Wir sind der Altstadt und am Kröckel, am Marschsee und in der Eilenriede schauen die Hannoveraner auf und dann sag mir, was du siehst. Hannover, Hannover, die sind Hannover lieb. Hannover, Hannover lieb, sei auch Hannover, Hannover, wir sind Hannover lieb, sei auch Hannover, Hannover, wir sind Hannover lieb. 106.5 Hannover lieb war das hier bei der langen Music College Nacht. Und wer sich jetzt wundert, warum mit einmal 5 vor der Ehe, was die regelmäßigen Hörer aus dem Tagesprogramm kennen, läuft, der wird gleich aufgeklärt, was das angeht. Ein Satz noch davor. Hannover lieb war das allererste Lied, was vor fast genau 5 Jahren hier auf diesem Sender gelaufen ist. Und einer von denen, die da mitgesungen haben, Tilman von Nombois, steht jetzt hier. Hallo, Tilman. Hallo. Morgen, muss man jetzt schon sagen, ne? Genau, du kommst gerade aus Bremen und 5 vor der Ehe war gerade sozusagen noch dein Hauptjob, ja? Genau, ich soll auch schön von den Jungs grüßen. Wir haben eben die Sendung schon im Bandbus gehört und ja, das Bremen war im Schlachthof ein tolles Konzert, ja. Das ist schön. Ich merke schon, zur Sendung sagst du gar nichts, die war nicht toll. Doch, die war richtig gut. Also ich war richtig beeindruckt, was wie hier schon geschnackt wurde. Also fand ich richtig gut. Ja, ja, und was wir gerade gehört haben von Josie war einfach auch ganz toll, muss man jetzt nochmal sagen. Wir durften schon. Ja eben nichts dazu sagen. Also das waren schon beeindruckende Stücke. Es war live gespielt. Da kann man schon staunen, was man da lernt. Also wirklich toll, ja. Es gibt tolle Leute da am College. Da bin ich immer selber beeindruckt, ja. Du bist Lehrer am College. Genau, ich unterrichte Songwriting und Producing und Hauptfach Gesang auch. Liegt da nahe, ne? Also auch mit A Cappella und 5 vor der Ehe, genau. Dich qualifiziert ja nicht nur 5 vor der Ehe. Wenn man das so liest, was du schon alles schon gemacht hast, kriegt man so manchmal das Schwindeln. Sag mal selber, was sind so die wichtigsten Bandprojekte? Was ganz spannend war, ich habe ab 2006 damals bei Peppermint Park gearbeitet, im Studio, ne, von unter anderem Moose T und Wolfgang Sick, also den Jungs, die so auch damals ja Scorpions und andere tolle Projekte gemacht haben. Und ich habe mit Planet Emily ganz viel zu tun gehabt, lustigerweise. Und ich bin seit eine unserer Housebands. Ja, natürlich, ja, absolut. Kommen immer wieder gerne, glaube ich, ne? Und ja, und auch mit ganz vielen anderen Bands. Und wir haben jetzt so einen Band-Contest gemacht in diesem Popkantor-Rahmen, was noch ein anderes, ganz anderes Thema ist. Also Popkantor, aber sag mal einen Satz dazu, damit genau. Die Leute sich... Ich bin seit 2011, also Ende 2011, der erste Popkantor der Hannoverschen Landeskirche. Das heißt, ich bin in der Kirche zuständig für Popmusik. Also ein ganz wegweisendes, neues, tolles Projekt eigentlich. Ich frage jetzt mal einen Satz. Ich war nämlich bei einem Konzert hier im Kapitol. Ja. Pop war das ganz viel und Hip-Hop und alles mögliche, aber mit Kantor? Ja, also genau. Für uns ist entscheidend, dass wir eine Brücke schlagen zwischen christlicher Musik, die es schon auch gibt in diesem Pop-Kantor-Projekt, und also Kirche und aber Gesellschaft. Also dass für uns ganz wichtig ist, diese beiden Dinge zu verbinden. Und dieser Band-Contest, in dem Rahmen das ja passiert ist, war nicht ausschließlich für christliche Bands ausgeschrieben, sondern auch für weltliche Bands. Und die Besten, muss man leider sagen, waren keine christlichen Bands. Hätte ich mir auch gewünscht, ne, dass die Besten halt vielleicht auch christliche Inhalte gemacht hätten, sondern diese beiden, ja, Me and My Boombox und Pluspunkt, genau. Die haben, ja, also
Die sind aber trotzdem total beeindruckt, glaube ich, und begeistert. Und dieses ganze Projekt ist halt ein kirchliches Projekt nach wie vor. Wir sind die Veranstalter, die spielen jetzt eine Tour durch 10 Kirchen. Das ist richtig geil. Also ich bin selber überrascht, wie gut das angekommen ist. Okay, so genug zur Kirche. Ja, genau. Waren bei dem Popcorn-Contest auch Bands aus dem Music College dabei? Ja, einige. Zum Beispiel That's Why, die wir ja auch noch hören und sehen, glaube ich, heute Abend. Ne? Hören. Ganz zum Schluss kommen die, ja. Ganz zum Schluss, cool. Ja, leider irgendwie, die waren gut, aber die Jury bestand ja aus verschiedensten Leuten. Die haben die nicht so hoch gevotet wie manche anderen. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war das denen zu viel Rock'n'Roll, ich weiß auch nicht. Kann sein, dass es am Songwriting lag. Ja, dann liegt es ja mit an mir wahrscheinlich, ne? Ja. Könnte schon sein. Nee, ich glaube, die waren einfach irgendwie noch nicht so weit, unserer Meinung nach. Aber die haben ja, glaube ich, dann immer Gänzer oder irgend sowas gewonnen. Also insofern, die können sich chillen. Falsch. Ja, genau, die können ganz entspannt sein. Okay, also wir vertiefen jetzt nicht, wer wo falsch sich entschieden hat, sondern wir reden ein bisschen über Songwriting bei der beim Music College. Das ist dein größerer Bereich da als Lehrer. Genau. Was stelle ich mir darunter vor? Ja, stell dir vor, da sitzen halt 15 Leute, die so vielleicht mal so ein bisschen einen Text geschrieben haben, wenn überhaupt, mal so ein Gedicht zu Weihnachten oder so und sonst gar nichts. Und dann müssen die lernen, from scratch, wie man einen Songtext auf Deutsch, vielleicht auch auf Englisch schreibt, wie man auf Knopfdruck kreativ wird, wie man Musik in vorgegebener Zeit, in bestimmten Stilistiken einfach umsetzt. Ne? Und das ist ein weites Feld, sage ich mal, aber das ist ganz gut strukturiert, ganz viel Praxisanteil bei uns und die machen das dann einfach und am Anfang sagen alle, was, bist du verrückt, und dann machen sie ihre ersten Songs und ersten Erfahrungen und die werden dann immer besser. Also wir kennen das ja aus Filmen, da sitzt dann einer am Klavier und macht so mit dem Zeigefinger ein paar Töne und dann ist da noch wer anders, dem fällt eine Zeile dazu ein, so ungefähr läuft das? Ja, also sie schreiben viel in Teams, also Teamwork ist ganz wichtig, aber es ist nicht so dieses, ich warte jetzt mal, dass die Muse mich küsst, sondern ich habe bestimmt irgendeine Idee und wenn diese Idee noch nicht stark genug ist, kann ich sie später durch eine stärkere Idee vielleicht ersetzen, aber die Zielvorgabe muss eingehalten werden. Also wenn ich sage, es kann jetzt eine Stunde dauern, bis ihr den Text habt, dann haben die auch in der Stunde dann einen Text. Und dann können sie sich auch noch mal später hinsetzen und den noch verbessern. Ich habe so ein Video angefangen zu gucken, da zeigst du denen irgendwie am Computer, wie so ein Song entsteht. Oh ja, das krass, sieht so ein bisschen aus wie, man soll jetzt nicht Konkurrenzsender irgendwie nennen, aber Popkocher kennen, glaube ich, viele. Ne? Und ja, ja, genau. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ist das heute so digital, so technisch oder ist das immer noch so romantisch, wie es im Film aussieht? Also wie das in dem Film bei mir da aussieht, oder? Nee, also in den Filmen. In den Filmen, ne? Also von damals. Wenn man so alte Filme mit Fred Astaire und so guckt, das passiert ja da öfter. Ja, so genau. Ja, also so diese romantisierte Vorstellung hat, glaube ich, mit der Realität sowieso immer herzlich wenig zu tun. Aber man sollte auch nicht immer alles nur am Computer machen. Also witzigerweise in dem Film, da hatte ich ja einen Text, den hatte ich ja irgendwann mal in einer stillen Ecke einfach nur geschrieben, also mit echtem Papier und einem Stift. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt und habe das dann halt in einen Song gebracht. Und da war eigentlich die Vorgabe, in 45 Minuten ein hörbares Ergebnis zu erzielen, was halt schon echt crazy war. Auch für mich, ich habe auch ein bisschen geschwitzt an dem Tag. Du hast einen Song, zwischendurch wollen wir nochmal was hören, Caro ja. Müller. Ist das auch in 45 Minuten entstanden? Nee, ich glaube, da hat sie länger dran gesessen. All the Time, das ist auch genau eine Single von ihr gewesen, 2011? Genau, sie ist auch Absolventin vom College und eine ganz tolle Sängerin, macht auch so Hochzeitssängerinnen-Sachen. Also die kann man auch buchen. Es lohnt sich, ihren Namen einfach mal einzugeben. Ich glaube, einfach Caro Hochzeitssängerin oder sowas bei YouTube. Kann man sie auch live singen, hören, und wir können sie jetzt auch hören. Gut, das machen wir jetzt erstmal. Ja. Respectful talking, chatting without responding. Do this, but don't do that. Do this, but don't do that. 1, 2, 3, 4. People say I love you all the time, but why?
say I love you all the time. All the time von Caro Müller und neben mir steht immer noch Tillmann von Dombois. Sänger bei Fünf vor der Ehe und in verschiedenen anderen Projekten, außerdem Solo-Karriere und ganz nebenbei am Music College auch noch Dozent. Über Songwriting haben wir gerade gesprochen. Mhm. Und jetzt wollen wir ein bisschen von dir, wo du doch erfahrener Musiker bist, hören, wie wird denn eigentlich aus so einem frisch geschriebenen Song nachher einer, der auch in die Öffentlichkeit kommt und Geld vielleicht bringt? Ja, also ist natürlich immer ganz gut, sich ein Konzept zu machen, ne? Das glaubt man gar nicht, aber es ist super, wenn man weiß, okay, in dieser Richtung soll dieser Song vielleicht auch gehört werden, ne? Also wenn ich jetzt ein langhaariger Metaler bin, ist das einfach, dann mache ich Metal, ne? Aber wenn ich jetzt so einfach nur Pop mache oder Rock, dann ist das schon schwieriger. Dann sollte man sich trotzdem irgendwie mal die Frage stellen, wenn ich diesen Song, jetzt diese erste Idee, diese erste Linie, die ich so aufgeschrieben habe, wenn ich die jetzt ganz bestimmten Leuten vorsingen und vorspielen würde, was passiert dann? Was ist der Effekt? Ne? Das machen viele irgendwie nicht. Habe ich früher auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also als ich so ein Verpeilo war, damals so mit, weiß ich nicht, als ich so alt war wie die jetzt am College, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken zugemacht. Wird auch nicht gern genommen, sag ich mal. Ne? Da wird gern gesagt, ach nee, wir wollen einfach intuitiv unseren Ideen freien Lauf lassen. Ja, und dann sage ich halt schon mal, na gut, aber stellt euch vor, ihr steht dann irgendwo in so einem Club, da sind 500 Leute und die sind nur euretwegen da, haben richtig Geld bezahlt für euch und dann spielt ihr diesen Song, der irgendwie in die Pampa geschrieben wurde und der irgendwie keinem was gibt und auch irgendwie nicht mal gut ist, Das ist halt eben nicht besonders hilfreich. Darum, also wir können ja mal diesen Weg gehen, also von der allerersten Idee bis zum allerletzten Schritt, was gut, auch immer dann der letzte ist. Also gut ist ein Stichwort. Ein Song sollte gut sein. Der Song sollte gut sein, genau. Woran merke ich das? Das wurde ich heute Morgen gefragt, woran erkenne ich einen guten Songtext? Ja? Wann ist ein Songtext gut? Also ich glaube, wenn er eine Idee hat, also wenn eine Idee dahinter steckt, vielleicht sogar eine nicht neue Idee, aber irgendwie was neu beleuchtet ist. Und wenn alte Dinge vielleicht auf eine andere Art und Weise beleuchtet werden. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Ja, und wenn, All the time, den haben wir doch gerade gehört. Findest du den gut? Na, du kannst ja jetzt nicht anders, aber Ich finde den gut, ja, ich finde die Idee gut. Sonst hätte ich ihr auch gleich gesagt im Prozess mach das mal anders, glaube ich. Was willst du uns damit sagen? Das war ja noch so das Konzept. People say I love you all the time. People say I hate you all the time. Also ich glaube, sie will irgendwie sagen, es wird zu viel geredet und zu wenig Liebe. Nicht Liebe gemacht, aber zu wenig das gemacht. Das stimmt ja auch manchmal. Das stimmt ja auch, absolut. Das kann man unterschreiben. Okay. genau. Ja, also im Grunde ist es ja so, man schreibt einen Text, man schreibt eine Melodie, man nimmt das irgendwie auf mit Freunden, mit Leuten, mit denen man zusammen Musik macht, wie auch immer, und produziert dann ja irgendwas, eine CD oder ein Ergebnis. Da gibt es viele kleine Zwischenschritte, die man im College zum Beispiel lernt, die wir jetzt mal schön überspringen können. Aber was sich viele nicht klar machen, ist, dass natürlich danach erst der wahre Ernst des Lebens beginnt. Ne? Also dann beginnt es eigentlich erst interessant zu werden. Nämlich dann muss man losgehen und Leineherz anrufen und fragen, ob man mal zu einem Interview kommen darf, kann sich dann eine Abfuhr von irgendwelchen anderen Radiostationen holen, kann sich eine Abfuhr von irgendwelchen Fernsehstationen holen. Aber nicht, weil wir die nicht guten auch nehmen, sondern weil wir die besonders guten aus der Region gerne nehmen. Aus der Region, natürlich. Und das ist ja eine tolle Sache. Also Nee, wenn die schlecht sind, dann nehmt ihr die auch nicht, soweit ich weiß. Genau. Ne? So ist das nämlich genau. Nee, und dann gibt es halt interessante Kanäle, die dann halt so Musik-Business-mäßig relevant werden. Ne? Dass man sich halt fragen muss, okay, wenn ich das wirklich beruflich machen möchte, wie bekannt möchte ich wirklich sein? Wie viele Leute sollen wirklich in meine Konzerte kommen, möchte ich wirklich da ernsthaft stehen, auch jeden Samstagabend, jeden Freitagabend, so wie ich jetzt heute Abend auch wieder, ne? Und dann manchmal auch in die lange Nacht, ne? Und danach in die lange Nacht, ist ja toll, ne? Aber dann auch mal zu sagen, also sich ehrlich auch zu fragen, möchte ich das wirklich? Und dann gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch dahin zu kommen. Also es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht. Erst recht nicht, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ne? Gut.
Wir wollen dich auch nicht zu lange reden lassen, weil ja, du hast ja schon viel gesungen. Ne? Ja. Konstanze ist ein Stück, was du noch haben willst. Ich frage dich jetzt einfach mal, weil ich gerade sehe Simon Scharfenberg, Jeremy Bro. Ja, so ist es, absolut. Ja, guck schon wieder nach Hause. Ja, siehst du, na klar. Also, okay, erzähl was zu. Das ist nicht von den Zwillingen, sondern von einem von den Zwillingen. Der war bei uns am College und ist ein super begabter Songwriter. Und ja, Konstanze, also dieser Titel ist selbsterklärend, den müssen wir einfach hören, glaube ich. Also. Dann machen wir das mal. Mhm. Ach so, und ich sage schon mal vielen Dank, weil danach wird Patricia an dem Mikrofon stehen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Du kannst dich jetzt ruhig ausschlafen, alles getan für heute Nacht. Ja, wunderbar, genau, ciao. Konstanze wird geboren, lebt in der Villa dort am See. Die Geschwister waren perfekt und die Eltern mehr als nur okay. Konstanze hat es gut erwischt, nur gab es ein Problem. Sie wollte bald schon anders sein, da war sie grad mal 10. In ihrer kleinen Clique wurde sie Puma früh genannt, weil sie Würmer aß und Hakuna Matata sang. Manche ihrer Freunde fanden Konstanze zu krass, zumindest hat sie bald nicht mehr in ihr System gepasst. Tanz mit uns jetzt aus der Reihe und du wirst es nicht bereuen. Schwing die Hüften und die Beine, die Hauptsache ist auch fein. Zwischen der großen bunten Masse lassen wir uns nichts gefallen und werden einfach nur anders sein. Und werden einfach nur anders sein. Konstanze war schon immer etwas anders als normal. Statt auf Jung stand sie mit 15 schon auf Kampfsport, Frau Chantal. Normal sein war zu wenig, den Durchschnitt nahm sie gar nicht wahr. Das ist auch der Grund, warum das Folgende geschah. Sie griff zu der Gitarre und übte Singen Stück für Stück. Und heute ist sie Rockstar und damals hielt man sie für verrückt. Ist auch fein, zwischen der großen bunten Masse lassen wir uns nichts gefallen und werden einfach nur anders sein. Sei du selbst, sei anders, erkunde deine Welt, indem du sie durchwanderst. Beweg dich in deinem eigenen Takt, dann wirst du sehen, du bist der Letzte, der lacht. Dann wirst du sehen, du bist der Letzte, der lacht. Dann wirst du sehen, du bist der Letzte, der lacht.